TH Barbecue mit Herzblut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute Kürbissuppe aus dem Dutch Oven und für diesen Herbstklassiker brauche ich die folgenden Zutaten. Es geht los mit einem Hokkaido-Kürbis, etwas Pflanzenöl, Sahne, zwei Zwiebeln, etwas Knoblauch, Kürbiskernöl, Kürbiskernen, einem Liter Wasser und etwas Brühe. Ich schnappe mir zunächst den Kürbis und dann steigt meine Kamera aus. Also ihr seht, ich habe die beiden Enden abgeschnitten und halbiere den Kürbis dann. Da vorsichtig sein, die Schale ist etwas fest, da also ruhig mit kontrollierter Gewalt rangehen und dann mit einem Esslöffel das Kerngehäuse einmal ringsrum anlösen und dann lässt sich das mehr oder weniger im Ganzen entfernen. Dann lege ich die Kürbishälften immer auf die Schnittfläche, weil dann sind sie nicht mehr so kugelig und lassen sich viel, viel besser und sicherer schneiden. Wenn das geschafft ist, habe ich hier diese Schiffchen und aus denen schneide ich mir jetzt eben so kleine Würfel, die dann nachher schneller gar kochen. Die Zwiebeln einfach nur grob zusammenschneiden. Da machen wir jetzt keine große Wissenschaft draus. Daher wird die Suppe sowieso püriert. Das heißt, da brauchen wir jetzt nicht zu filigran zu Werke gehen. Einfach drei Schnitte von jeder Seite und gut ist. Den Knoblauch auch nur grob zusammenhacken. Auch das wird natürlich nachher alles mitpüriert. Zwei Zehen dürfen es schon sein, damit das Ganze so ein bisschen mehr Bums hat. Gut, ich stelle mir meinen Dutch Oven auf und guck, dass der einigermaßen einen guten Stand hat. Und wenn das geschafft ist, gibt es etwas Öl in den Topf und ich röste mir hier jetzt erstmal die Kürbiskerne an. Macht das ruhig mal, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt. Die poppen so ein bisschen auf und werden eine ganze Spur knuspriger bzw. geschmacksintensiver. Und wenn sie soweit sind, dann nehme ich mir die wieder aus dem Topf heraus. Weil jetzt ist es Zeit, die Suppe anzusetzen. Hier geht es wieder los mit etwas Pflanzenöl und dann folgt erstmal Zwiebeln und Knoblauch. Ich weiß, Kürbiscremesuppe oder Kürbissuppe ist jetzt nicht das neueste Gericht der Welt, aber ich mag es sehr, sehr gerne, gerade jetzt in der Kürbiszeit im Herbst. Und ich möchte hier mal den Klassiker zeigen, bis zum gewissen Punkt im Video und dann meine Abwandlung, wie ich es am liebsten mag. Gut, wenn die Zwiebeln glasig geworden sind, noch nicht so richtig Farbe genommen haben, kommt der Kürbis dazu. Der darf auch so ein bisschen mit anschwitzen, aber nicht zu lange, sonst setzt ihr euch am Boden vom Topf an. Und dann wird das Ganze auch schon abgelöscht. Und bei der Menge vom Wasser muss man jetzt schauen, wie viel man braucht. Es sollte der ganze Kürbis bedeckt sein. Ich merke also, hier brauche ich nochmal so eine halbe Kanne insgesamt, also jetzt hier etwa 1 Liter Wasser. Und darauf gebe ich jetzt 5 Teelöffel von so Hühner-Instant-Brühe. Wenn ihr frischen Fond nehmen wollt, selber gekochten Fond, fühlt euch frei, macht das natürlich. Ich habe jetzt hier auf die Instant-Brühe zurückgegriffen und das darf jetzt 15 bis 20 Minuten gar kochen. Tja, bis jetzt war es eine klassische Kürbiscremesuppe und ich verfeine das Ganze jetzt noch mit About Africa. Man kann es auch einfach nur mit Salz, Pfeffer, bisschen Muskatnuss abschmecken. Ich möchte aber hier auf jeden Fall ein bisschen Chili, ein bisschen eine exotische Note dran haben und deswegen nehme ich hier zunächst mal Sahne. Die darf auch einmal mit aufkochen und wenn das geschafft ist und die Kamera wieder was sieht, dann kommen hier 1,5 Esslöffel von About Africa von Red Style Cooking dazu. Hier haben wir also Kreuzkümmel mit drin, Curry mit drin, sehr, sehr leckere Aromen, die alle hervorragend zur Kürbissuppe passen. Wenn der Kürbis gar gekocht ist, dann wird die Suppe püriert und es soll halt wirklich eine Suppe sein, also kein Kürbisbrei. Ich bin schon oft da gesessen und habe gedacht, ja, was ich hier esse, ist gerade Brei und keine Suppe. Gut, wenn es geschafft ist, dann wird das Ganze angerichtet. Und wenn euch mein Video zur Kürbissuppe aus dem Dutch Oven gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen wohlwollenden Kommentar. Und wenn ihr noch nicht Abonnenten von meinem Kanal seid, dann dürft ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.